Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Reshade of Memories. Wir haben zwei Etagen schon abgeschlossen, jetzt geht es in die dritte Etage. Und ich habe mich dazu entschieden, Agrabah aufzubauen. Weil man hier dann eigentlich ganz gut SP bekommen kann. Also nicht SP, sondern Mogri-Punkte. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft. So ein bisschen spielen, aber ich muss halt auch ein bisschen aufkämpfen, so ein bisschen leveln, so. Mal gucken, ne? Also prinzipiell, ne? Kann ja trotzdem einfach so lange spielen, wenn ich halt irgendwelche Probleme habe, ne? Dann muss halt gelevelt werden. Schaut, Sora, da steckt wer in Schwierigkeiten. Wir müssen etwas tun. Brauchst du Hilfe? Danke, ich dachte, ich wäre schon erledigt. So, wie kämpfen wir nochmal? Ich glaube, mit L1 und R1 switch ich durch, ne? Sollte ich auf jeden Fall auch machen, weil mit den Pfeiltasten ist ein bisschen. Funktioniert nicht so gut. Genau, weil wir halt, wenn der hier Gegner angreift, dann kommt halt immer gut das Mogri-Punkte raus. Ja, geht so ein bisschen. Das war Dumbo nochmal. Das war jetzt nicht so ganz. Macht auf jeden Fall Schaden, das Vieh, aber irgendwie habe ich doch gerne so ein bisschen Bewegung. Aladdin, ne, Goofy. Ah, fuck, da hat mich jemand auch gekontert. Das war eigentlich auch Verschwendung so. Da haben wir Aladdin. Ja, und in der Welt haben wir halt immer Aladdin zur Verfügung und da so. Weil doch, ne? Mogri-Punkte uns gelammt. Muss man den Schultertasten das machen. So, mach mal. Klappt das? Ist das ein Feuerwurf? Das ist ein Feuerwurf. Auch die Punkte waren da gerade, hab ich genau gesehen. Schön gestochen. Na komm. Penner. Eigentlich könnte ich die Welt wirklich ein bisschen nutzen, um ein bisschen zu leveln. Und halt viel Staub. Um auch die Punkte zu sammeln, weil 10.000 müssen wir auf einmal besitzen für eine Trophäe. Und dann für eine andere Trophäe 20.000 ausgeben, aber das ist halt kein Thema so. Man kann mal wieder verkaufen, wieder einkaufen, so. Das ist ja gerne einmal die am Stück, ne? Aus dem Weg, Kinder. Hier ist wieder euer Schlaukopf.
Genau, und wie in Kingdom Hearts 1, findet Aladdin hier als erstes, hey, lass doch mal die Herzlosen verschwinden, ne? Unsere sechs Herzlosen auf der Oberwelt können schon anstrengend sein. Du hättest ihn gleich rufen sollen. So einfach ist das nicht, wisst ihr? Das hätte ich selbst nicht besser sagen können, aber ich sag's trotzdem. Jeder Meister hat nur drei Wünsche frei und sich. Und jetzt neue Wünsche geht? Ne, dann gibt einfach an uns weiter, so, ne? Du hast noch zwei Wünsche übrig? Benutze sie mit Bedacht. Ich muss irgendwie zum Palast zurück, aber bei all den Herzlosen hier. Hey, Sora, wir müssen doch auch dorthin. Warum gehen wir nicht mit Aladdin? Leggy macht gerade ein bisschen Rambazamba. Er wollte gerade nur ein bisschen durch die Wohnung rennen, ne? Kann man ihm ja nicht verübeln. Agrabah. Guck mal, jetzt sehen wir da oben links drei Freundeskarten. Was ist viel? So, mal für die Erstangriffe machen. Hilft ja auch im Kampf. Geht ja hier nicht nur um die Trophäe. Na komm. Leider kein Aladdin, aber ist okay. Monkey Raum. Neuer Spezialmanöver, Schwertwurf. Warum Schwertwurf? Wir hatten doch mal einen Schwertwurf, aber jetzt einen anderen. Meine, nee. Haben wir nicht, wir haben Schwertsturm und wir hatten Feuerwurf, aber jetzt haben wir einen richtigen Schwertwurf. Na gut. 24, 26, alles klar. Ich glaube, die Makro-Punkte wurden mir gut geschrieben. Aladdin. Oh, eine 1. Das ist keine coole Aladdin. Ich muss aufpassen, was ich mache. So, komm, ich will die Sachen da einsammeln. Dumme finden sie mich kacke, so. Oh, mach mal. Weißt du, auch so ein bisschen SP bekommen, oder was ist das? Mokri-Punkte, sorry. Sorry, wenn ich zu Mokri-Punkten SP sage. Ja, das wollte ich ja nicht. Ich wollte einen Dreieck eigentlich machen, aber gut. Dann mach halt. Oh, super, Aladdin. Oh, 12 Mokri-Punkte. Und Premium-Raum auch noch so ein paar Karten in Premium-Karten zu verwandeln, wäre auch nochmal ganz nett für eine Trophäe. Aber ich weiß nur generell, ist halt nett, so mehr Karten drin zu haben, so, aber die verschwinden halt auch leider immer direkt. Oh, das war dumm. Naja, das war verdient. Ich sollte mal heilen, nur ich will jetzt nicht irgendwie ne, sterben. Stunde des Magiers. Oh, Aladdin. Sehr gut. Oh, schön Sachen einsammeln, ne? Courage.
so sammeln, ne? Ganz richtig einsammeln. Und nicht aus dem Ding aus dem Kampf flüchten. Verschnaufpause, auch gut. Na, Gegner. Das war doch bestimmt ein Angriff, ne? Leider keine Karte zum Kampfbeginn. Ich muss echt aufpassen, dass ich sterbe. So, haben wir dich noch. Ich glaube, so Premium-Karten am Anfang so einer Kombo zu machen, ist wahrscheinlich sogar ganz, nicht ganz unklug. Weil wenn die eh verschwinden, dann kann ich auch am Anfang einer Kombo benutzen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Idee dahinter. Das war kein Erstangriff. Sehr schön. Aladdin, auch gut. Also was halt auch gut. Ich will ja Aladdin haben. Erholt. Ja gut, ich hab ihn gerade ein bisschen... Das ist ein Wasserangriff. Zählt das als Wasser? Das ist ja, was es ja erst in Kingdom Hearts 3 dann gibt. Was haben wir da für einen Aladdin? War da gerade ein Bildfehler? Ein Schatz. Friedlicher Schatz. So, Heilung. Moki-Punkte. Eine Kampfkarte. Ein Angriff. Aladdin, leider kein Aladdin. Aber Goofy mag ich auch, der hat auch mal gut Angriff. Donald dagegen mag ich nicht so. Aber das hat gesessen. So. Gehen wir mal direkt weiter. Was haben wir denn hier so Schönes? Heben im Raum. Ich will jetzt auch nicht direkt auf eine 7 hochgehen tatsächlich. Oh, mein friedlichen Schatz. Oder danach Premium-Raum. Das ist dann doch schon so. Jetzt noch ein paar Karten premiumisieren können. Nur Heilung. Karte, ich soll hier schon hin. Ich soll da. Vielleicht sind es einfach nur. Das habe ich noch nicht, ne? Mal kurz gucken. Ne, genau. Ach, Blacky. Oh, ein Angriff. Cool. Oh, haben wir hier was Schönes? Nö, Manu. Enttäuschend, enttäuschend. Wir machen nochmal einen Premium-Raum. Ach, Blacky. Ich könnte jetzt sagen, dass er vorher ein bisschen ruhiger war, aber nee, er war eigentlich schon die ganze Zeit so ein bisschen aktiv jetzt.
So, Aladdin. Hm. Premium-Bonus. Wir haben schon gewonnen, ne? Ja, kommt alles angeflogen, das ist super. Blacky, jetzt bitte nicht, du nicht, mach dir auf. Das war knapp, Blacky hat gerade am Kabel. Blacky hat gerade noch halbes Kabel mitgerissen. Aber das HDMI-Kabel. Verbindung und Werter, glaube die Luft, ne? Fucking Dumbo. Fangen wir unten an, ne? Ich weiß noch nicht gegenhauen. Oh, Aladdin, perfekt. Stufenaufstieg. Ah, die Heilung kann man auch durch, cool. Proper. Ich habe das Gefühl, es ein bisschen Vitalität wird mir jetzt ganz gut tun. Kein Aladdin, schade. Oh. Ach, Donald, ja komm, dann Donald. Da haben wir den Premium-Bonus, sehr schön. War es an, glaube ich, das wird ein bisschen frustrierendes Let's Play, glaube ich. Oh, die Karte ist noch da. Das heißt, ihr verschwindet ja nur, wenn ich am Anfang einer Kombo setze, wenn ich eine Kombo mache. Fucking Pluto. Ja. Schöner Kartenstich. Ja, den Typen sollte er nicht angreifen, ne? Er hat eine 4, ne? Er hat häufig immer so eine 4 als Angriff, aber nicht immer. Ich weiß nicht, wie ich die komme, oder das kann ich auch irgendwie direkt aktivieren. So. Ah, okay. Da können wir mal kommen. Ich will was stellen, so. Ach, schade. Den fliegenden Wurm hat er nicht erwischt. Komm.
Kann ich weitermachen? Nee. Kacke und Blut bringen, was Schönes. Guter Junge. Meine, du darfst dich so heilen, verdammt nochmal. Meine Güte, ey. Genau, Premium. Oh, irgendwas. Warte, am besten nicht mal eine 0, so, ne? Naja, eine 6. Naja. Aber in meinen Nuller-Karten möchte ich halt nicht unbedingt. Vom Premium Königsanhänger verkaufe ich wahrscheinlich auch irgendwann. Aladdin? Nö. Aladdin. Er kommt! Ich hasse alles. Ich hasse alles. Ah, schön, schön reingeirrt. Athlet, DJ Athlet. Ja. Komm her, Premium-Karte. Ich hätte nochmal ein Premium-Raum möchte, aber eigentlich, ne? Trophäe, so, ne? Also das kann auch Eis einfach verwandeln und verkaufen. Eis finde ich eigentlich auch nicht so geil. Aladdin, Manu. Oh, doch, das ist er. Sehr gut. Macht jetzt weiter. Das ist enttäuschend, Aladdin. Oh, Aladdin, sehr gut. Machen wir direkt weiter mit ihm, ne? Ein neuner Aladdin, komm. Dann machen wir einen Stich. So, Penner. Komm, ich versuche mal Eis zu verwandeln. Ja. Ja. Es ist wie es ist. Muss ich da rein? Da unten? Oh, Aladdin. Alter, einer Aladdin, aber ist dann halt low. Ich würde doch alle Dienste auch kombinieren, so, ne? Oder für Reusel ist bei mir so. Ist ja auch nicht immer garantiert, so. Schwache Dunkelheit. Mal gucken, wo bin ich denn gerade? War das, glaube ich, der Goldraum? Ach, keine Ahnung. So, gleich wäre komplett durch, so. Nein, das ist der Goldraum. Gleich null. Ja, wie gesagt, die Goldräume machen wir ganz zum... Also wir können die sowieso in der zweiten Hälfte bekommen. Aber wir machen ja halt auch das ganz zum Schluss. Ich sag die Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit da. Ich muss ja noch einmal so rum, ne? Na gut. Dann machen wir nochmal irgendein... Na, Schatz jetzt nicht.
Ich brauche 8 aufwärts. Auf Freundeskarten zu beginnen, das ist doch genau das, was ich haben möchte. Wenn die dann immer kommt. Dann machen wir jetzt noch den Raum und dann mache ich generiere jetzt idealerweise danach einen Speicherraum und dann mal gucken, ne? Das ist Aladdin, das ist gut. Und wie hat Peter Pan, sollte dann später die gleiche Fähigkeit haben. Ich hasse den Typen. Komm, Dumbo, Dumbo stirbt. Weg. Gute Arbeit. Hatten wir schon mal. Kurz warten. Aladdin. Gesagt, dass ich Schattenlose hatte. Na komm, gib mir eure Sachen, gib mir euren Samen. Toilettraum. Ja, mir waren die Kugeln gerade wichtiger. Wie nur einer. Ja, wollte schon sagen. Komm, Aladdin. Danke schön fürs Kommen. Nächste Stufe haben wir auch gleich erreicht. Oder fünf Punkte, die hätte ich gerne, aber die sind jetzt leider weg, schade. Ja, schade um Aladdin. Gut, dann gönne ich mir jetzt nochmal mehr KP. Dann kann ich gleich nochmal einfach nochmal ein bisschen in mein Deck reingehen. Feuer, sehr schön. Muss mal gucken, Karte. Aladdin. Aladdin. Mal direkt weitermachen. Fast 2000. Also wir haben jetzt auf jeden Fall die Folge 1000 Mori-Punkte gemacht, ne? Und schon Karten gesammelt, die wir vielleicht dann nochmal verkaufen können. Ja. Ich werde da gleich wirklich mal so ein bisschen einfach privat leveln, aber hoffentlich keine Trophäen bekommen, ne? Die Goofy, Goofy-Karte, 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 Dankeschön.
Schon diesen Fetten auf jeden Fall angreifen. Aladdin bekommen zufällig? Ne, Donald. Fuck, Donald. Wer will denn Donald haben? Ah, na. Königsanhänger. Ja, mal 30 Minuten lauert immer auch eine schwierige Sache in dem Spiel, ne? Ich kein Schmetterschlag, aber gut, danach halt. Und nicht auf so einen Lappen. Curry? Nein, geh weg von dem Typen. Liegt auch extra rein, Lohne. Penner. Ja, unabhängig davon, ob ich jetzt im nächsten Raum möglichst jetzt Speicherraum erzeugen kann oder nicht. Werde ich auf jeden Fall aufhören, Loh. Aladdin. Boah, Karte wollte er nicht mitnehmen, alles klar. Donald! Die Gegner sind eigentlich recht nett, so einfach so ein bisschen reindönern. Bestenfalls was töten, genau. Raum der Begegnungen. Da sind wir ja gerade im Raum. So. Das war's jetzt alles hier. Keine böse Überraschung mehr. Dann wird es einfach mal ganz entspannt, gleich 0, okay, gleich 0 ist, kritisch. Haben wir, sehr schön. Dann machen wir, nutzen wir es einfach mal. Wunderlampe. Ich würde, denke ich, mal oft können wir wirklich mal im Mokki-Raum dann generieren, dass einfach ein paar Sachen verkaufen so. Muss halt nur noch achten, dass euch mitteilt, wenn irgendwas ganz Wichtiges passiert. Passiert ist. Mal gucken, ob das klappt. Aber gehen wir jetzt noch mal kurz ins Kartendeck, ne? Ja, falsch. Set prüfen, genau. Wunderlampe. Zweites Leben rein. Gegnerkarten fühlt halt jetzt immer noch nicht so. Dem haben wir jetzt auch schon zwei. Wunderlampe. Warte, Wunschgestirn. Was ist denn Wunschgestirn?
Muss halt nur so ein bisschen was rausschmeißen. Die Karten sind billiger geworden, genau. Warte, wie viel. Ja komm, D weg, dann passt das doch eigentlich wieder. Ja, lassen wir mal so. Ich muss jetzt wirklich noch mal ein bisschen sortieren. Das mache ich dann, denke ich mal, auch zwischen den Aufnahmen. Genau. Genau. Also der Plan ist jetzt für mich, dass ich jetzt offcam so ein bisschen noch mal ein paar Räume generiere, Gegner bekämpfe, Level aufsteige. Hoffentlich dabei keine Trophäe bekomme. Das heißt, ich werde auf jeden Fall keine Premium-Räume machen. Und im Mogi-Raum so ein bisschen was verkaufen, so. Ja, hab ich gerade. Hab ich gespeichert? Nee, hab ich nicht, ne? Nee. Dann, ja, danke schön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge, ja, machen wir dann entsprechend weiter, ne? Also, ja, bis dann und ciao!